ist Ende April und wir sind in Frankreich. Herzlich willkommen zu meiner Stellplatzreportage. Wir sind in einem kleinen Ort, der südwestlich von Nancy liegt. Der Ort heißt Goncourt. Man findet den kleinen Ort auf halber Strecke zwischen Nancy und Dijon, westlich der Autobahn A31. Wenn man aus Richtung Norden kommt, fährt man mautfrei bis zur Stadt Nancy, bis nach Toul dann weiter und dann fährt man runter die D674 bis zu dem kleinen Örtchen Goncourt. In diesem Fall kommen wir aus Richtung Süden, fahren in den kleinen Ort rein und gleich vorne an geht's rechts ab zum Stellplatz. Es handelt sich in diesem Fall um einen einfachen Stellplatz, der an einem kleinen Fluss liegt, der auch kostenlos ist und etwa 25 Fahrzeuge passen drauf. Der Platz ist nicht parzelliert, aber durch den Abstand der Bäume ergeben sich automatisch die Stellflächen. Es dürfen auf diesem Platz laut Stellplatzführer auch Wohnwagen stehen und es stehen auch welche da. An der Ein- und Ausfahrt gibt es eine Entsorgungsstation, sieht nach Marke Eigenbau aus, aber alles da, was man braucht. Der Platz ist ja gebührenfrei, aber wenn man end- und versorgt, wird um eine Spende gebeten von 2 Euro. Die haben wir gerne gezahlt. Diesen Stellplatz findet man im Bordatlas von Reisemobil. Bei ProMobil habe ich ihn nicht gefunden. Der Ort Goncourt ist kein großer Ort, ist ein recht kleiner Ort. Einen Bäcker haben wir nicht gefunden, andere Geschäfte auch nicht. Wir haben allerdings auch nicht den gesamten Ort uns angesehen. Trotzdem waren wir zufrieden mit dem Stellplatz. Wir haben ihn als Etappenplatz genutzt auf der Reise aus Spanien zurück in die Heimat. Haben gut geschlafen dort und so konnte es am nächsten Tag gut weitergehen. Ja, das war's mal wieder. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe, ich habe euch ein bisschen Informationen gegeben und sage bye bye, bis zum nächsten Mal.